Der Schmus, der ist verspielt und ist die Charmoffensive in der Kieler Förde. Ein Delfin, der schon seit Tagen viele Schaulustige anlockt. Auch wir schauen noch mal an die Ostsee zu diesem Delfin hier, der alle in seinen Bann zieht. Ein bisschen später dann in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Brisant, liebe Zuschauer. Monatelang wurde ermittelt und heute vor Sonnenaufgang schlugen die Behörden dann zu. Bei einer Antiterror-Razzia in Wohnungen und Flüchtlingsunterkünften in Norddeutschland wurden drei Männer festgenommen. Die drei mutmaßlichen IS-Mitglieder haben vermutlich Bezüge zu den Attentätern von Paris. Hier in Deutschland sollten die syrischen Flüchtlinge wohl für Anschläge in Europa zur Verfügung stehen. Der Raubmord an einem Unternehmer und HSV-Investor bei Hamburg hält die Mordkommission in Atem. Drei Täter hatten den Mann und seine Frau in ihrem Haus überfallen. Wir hatten ja gestern darüber berichtet. Und vor knapp 6 Jahren gab es einen ganz ähnlichen Mord an einem Unternehmer in einem Nachbardorf. 2 der 4 Täter konnten damals nach Weißrussland fliehen und wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Gestern noch war man von einem Nachbarschaftsstreit ausgegangen und heute ist klar, warum ein Mann einen anderen niedergeschossen hat. Er muss nämlich rasend gewesen sein vor Eifersucht. Deshalb schoss der 33-jährige Mann aus Lohne dem neuen Freund seiner Ex mitten ins Gesicht und verschanzte sich dann in seiner Wohnung. Flipperalarm in der Kieler Förde und das bereits seit Tagen. Dieser Delfin hier begeistert mit seiner Charmoffensive viele Schau- und auch Badelustige. Wir haben die Bilder bereits gestern gesehen, liebe Zuschauer. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, warum ist der Delfin eigentlich so extrem verschmust? Ist er vielleicht nur auf Nahrungssuche? Wie auch immer, schön ist er hier anzusehen. Es gibt Menschen, liebe Zuschauer, die haben kein Zuhause mehr, keine Heimat, weil die eben für immer weg ist. Ganze Orte mussten ja in der Vergangenheit bereits Braunkohlebaggern weichen. Tausende Menschen wurden umgesiedelt und auch zwangsenteignet. Und wer dachte, es gibt doch genug andere Energiemöglichkeiten, wie etwa Solarenergie, das muss doch gar nicht mehr sein, oder? Tja, der hat sich geirrt. Warum werden wir eigentlich so im Stich gelassen? Diese Frage stellen sich nicht wenige Eltern mit einer Behinderung, denn in ihrem Familienalltag stellen sich eben oft zusätzliche Herausforderungen und die können meist nur mit zusätzlicher Unterstützung gemeistert werden, wie etwa mit der sogenannten Elternassistenz. Tja, doch die zu bekommen ist ein großer Kampf. Das folgende Paar kann ein Lied davon singen. Und mehr zu diesem Thema erfahren Sie heute Abend bei Report Mainz um 21.45 Uhr, hier bei uns im Ersten natürlich. Alles grün in Lingen, oder was? Scheint so, denn die Stadt im Emsland ist im Tabaluga-Fieber. Ganze 4 Wochen wird Peter Maffays kleiner Drache hier nämlich verweilen. Nicht zum Urlaub, nein, zum Proben. Es lebe die Freundschaft, heißt das neue Musical mit rund 200 Tänzern und Schauspielern, die sich hier auf ihre große Tour vorbereiten. Es geht um Träume jetzt, liebe Zuschauer, und wie sie wahr werden könnten. Vielleicht haben Sie auch einen großen Traum, wer weiß, wie Linda Hesse zum Beispiel. Sie wollte schon als Kind Sängerin werden, nahm Gesangsunterricht, war in einer Mädchenband und dann hat sie es tatsächlich geschafft als Solokünstlerin auf der Bühne. Nämlich halte fest an deinem Traum und glaub mit aller Kraft daran, dass alles wieder gut wird. Dieses Motto hat die Sängerin jetzt weitergegeben an die Kinder einer Krebsstation in der Berliner Charité. 2 pubertierende Jungs auf großer Tour durch den Osten der Republik mit einem geklauten Lada. Chick, der Roman von Wolfgang Herrndorf, gilt bereits als Kult. Millionen Leser verschlangen das Buch. Einer von ihnen übrigens Starregisseur Fatih Akin. Sein größter Wunsch war es dann irgendwann, diesen Roman auch zu verfilmen. Gesagt, getan. Gestern war Weltpremiere in Berlin, mit dabei natürlich der blaue Lada und die Hauptdarsteller. Ja, es geht um Freundschaft, hier sehen wir den blauen Lada, die erste zarte Liebe und um einen Sommer voller Abenteuer, den besten Sommer von allen eben. Wenn er ruft, dann kommen sie so ziemlich alle. Schauspieler Till Demtröter schaut ja ganz gern mal Prominenz um sich, für einen guten Zweck natürlich. Mal geht's in den Schnee zum Hundeschlittenrennen und diesmal ging es hoch zu Ross bei der Usedom Cross Country. Also, sattelfest sollte man schon sein bei dieser Schleppjagd, die natürlich unblutig verlief. Doch einige, wie Roberto Blanco zum Beispiel, wollten nicht so unbedingt in den Sattel. Sich das ganze Treiben nur anschauen und einfach genießen, war ihm und anderen Stars dann doch ein bisschen sicherer.
Und apropos wiederkommen, auch wir kommen morgen wieder. Allerdings 10 Minuten später als gewohnt um 17.25 Uhr nämlich. Jetzt folgt Wer weiß denn sowas. Heute mit dabei Wolfram Kunz und Annette Möller. Viel Spaß dabei und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Bis morgen, mach es jetzt gut. Auf Wiedersehen.